Wie ist die nochmal? Die, Pistole? Nee, die, war das die August? Nee, das war nicht. Die Vetter, die mit dem Ab. Mit dem. Das Pioniersblut. Ja, ist Pionierblut. Warum hab ich die nicht? Weil du die, glaube ich, noch nicht frei hast. Ich habe noch gar keine Vetter, die, glaube ich, freigeschaltet. Ja. Ich muss das wieder machen, alles. Oh, jo. Okay. Ich nehme die hier. Wofür, was muss ich nochmal spielen, um die Vetter Lehre frei zu spielen? Nee, Vetter habe ich nichts. Schon. Die habe ich doch schon. Ja. Hä? Das mal wegnehmen. Was willst du? Väter, die Pionierblut heißt das Ding. Hm. Das hast du dir eigentlich geholt gehabt. Ja, komisch. Ist das auch die Standard-Variante. Das sind die zwei Messer, die man sich auch noch freischalten kann. Ihr, wenn ihr jetzt bei mir die Drops holt, könnt ihr zum Beispiel die Marquise freischalten. Ich zeig die euch mal. Das ist eine wirklich, wirklich eine schöne Waffe. Die gefällt mir richtig gut. Dann habe ich mir hier noch die Tasche. Ich nehme mal so eine Dynamitstange mit, dann ist gut. So, ich glaube, wir haben alles, ne? Ja. Dann kannst du losgehen. Rein mit der Lulu! Rein mit der Lulu! Mist, jetzt habe ich hier zwei Mädels dabei. Mein Gott, ey. Jetzt wollte ich hier den Männern mal ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. Hier bitte nicht. Ich zeig euch mal. Hallo Fretchen. Ich zeig euch gleich mal die. Und Kimi, guten Abend. Die Pistole. Die Pistole ist voll hübsch. Die Straßenkatze. Ihr könnt euch ja denken, was die drauf hat für genau, ein Hund. Für Eingravierungen. Mäuse und Spinnen und Hunde. Und Pferde. Hundekuchen. Also wir haben gestern, was gestern? Wir haben gestern mal eine Runde gespielt, ne? Ah, oh, ich glaube 3 insgesamt. Ist das immer eine Runde? Ich muss mal kurz die Musik leiser machen, so. Bei mit sehr dummen Ton. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Oh, ich glaube, wie heißen so Netzstrumpfhosen, Handschuhe? Netzhandschuhen, Strumpfhosen. Wer ist das? Guck mal, die Pistole. Seht ihr die Katze vorne die, drauf? Die Bornheim. Ja. Die schickt ganz, ne? Die hab ich auch frei, aber ich bin nicht. Also die Waffe an sich nicht. Ich hab ja immer das Gefühl, die Munition ist direkt alle nach dem ersten Schuss. Ja, aber. Oh. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich wollte noch mal ganz kurz das umdingsen. Jetzt habe ich wieder vergessen. Bin so raus aus dem Spiel wie. Ja, ich auch. Boah, gestern war eine Tortur, das Spiel zu spielen. Ach, guck mal, Leute, das sieht das Messer aus. Guck mal, wie edel. Grave, hast du eine Ahnung, was das für ein Stein ist? Was für ein Stein? Bist du das? Bist du das hier? Ja, ne? Ja. Guck mal, siehst du an meinem Messer, was das für ein Stein ist? Was könnte das für ein Stein sein? Bis hinten. Ja? Lapis Lazuli ist dunkler. Ja. Ah, ich. Es ist. Oh. Jetzt stehen die hier, da kommt jetzt jemand um die Ecke und guckt so, was machen die denn da? Die fummeln an der Luli. Ich muss mal nach der Runde kurz googeln. Ich habe irgendwie einen im Kopf, aber mir fällt der Name nicht ein. Du hast einen Stein im Kopf? Ja. Also wie gesagt, gestern haben wir mal wieder gespielt und ich, das ist so, keine Ahnung, wenn du nach 10 Jahren, 15 Jahren mal wieder auf Fahrrad steigst, irgendwie so wackelig irgendwie, einmal versuchen nochmal und dann, irgendwann geht's, aber irgendwie, weißt du, so. Naja, oh, das ist aber halt fast hin. Jade, könntest du einen Tiger gerade geschrieben. Jade, Jade, ja. Ja, Jade. Ja, 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 ja. Meine Lulu ist eine Jade-Prinzessin. Gold Digger. Alle Äste mitnehmen.
renn gerade einfach nur Benny hinterher. Ich kann, ja, der läuft schon richtig. Der Tourenguide davor. Erste Mal, dass ich die Mosin spiele, die habe ich mir noch freigeschaltet. Oh, die Mosin ist gut, die gefällt mir. Die hat mir die letzten guten Streams, wo wir noch etwas länger gespielt haben, die hat mir richtig, richtig gut gefallen und auch die hat auch viel Kills gemacht. Die haut ja auch rein wie so ein Berserker. Ja, die ist gut. Liebe Frauen da draußen, wie heißen solche Handschuhe? Oh. Achso, ich habe jetzt einen Emulator, den du angegriffen hattest. Nix. Ich muss unbedingt wieder zu meinem Stolper. Ich glaube, Stolperdraht habe ich sogar freigeschaltet eben. Ich glaube schon. Oh, hier sind wieder diese blöden Nudeln. Nudeln im Wasser. Die sind noch nicht durch, die Spaghetti. Ja, wirklich jeden. Dann kann man nicht sagen, ich gehe am Stock. Netzstulpen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Doch, hört sich richtig an. Also Stulpen, ja. Und netzig sind sie auch. Hallo, Klopsi. Ja. Hättenhaften, ja. Oh wow. Das macht dir auch Schaden. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass er sich plötzlich zu mir umdreht und zu mir kommt. Er ist halt immer weit weg. Oder? Ja, ja. Ich müsste mir mal eine Heilung zulegen irgendwo. Ist hier drin bestimmt. Ah, hier ist der Boss. Ehrlich? Ja. Okay, hier kommen schon Schüsse. Hallo Heilung. Ja, es sind auch Gegner in der Nähe. Pattensüchtig ist es. Ja, fuck. Ausgerechnet, mich jetzt gerade verlässt. Da ist einer gerade gestorben. Hier links, bleib stehen. Kannst du machen? Hast du einen zu viel? Wow, jetzt habe ich sie mir doch selbst gespritzt. Hat jemand eine Ahnung, wo sie sein könnten? Schlüssel kam vorhin aus der Richtung. Wir stehen hier ganz gut, gar nicht ganz schlecht. Oh ja. Nee, Schlüssel kommen aus der Richtung. Auch gerade wieder einer gestorben. Ja, die kämpfen gegeneinander. Geh mal raus, da das mit. Keine Fallen hier. Machst du den Boss? Trotzschnabel nimmt doch alles weg. Naja, ich weiß. Deswegen meinte ich ja gerade, es gibt keine Fallen hier. Fucking Position hier. Ich kann sie von allen Seiten, könnt ihr hier reinschießen, ne? Gerade kam ein Schuss hier hin. Das war, glaube ich. Hast du geschossen? Ja, ich. Nee, ich nicht. Benny, du? Ja. Ah, okay. Hast du noch. Du hast die fette Lidi, die Schaltgedämpfte? Nee, die habe ich nicht dabei. Okay, ich hab nämlich irgendwie so einen Schuss hier. Ich spiel grad Close Combat Set. Soll ich dir helfen unten? Ja, ist gut. Ach, ist da, oder? Ich hab keine Ahnung. Nee, du hast geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ah, okay. Die Leute, die das viel, viel öfter spielen, also wirklich richtig oft spielen, die haben echt das Gehör für jeden kleinsten Furz. Mal eine Seite habe ich mal zugemacht. Ja. Hallo. Hast du die aufgeschreckt? Nee. Aber es kann sein, dass die sowieso immer aufgeschreckt werden, ne? Weil der Kränschnabel macht ja sowieso die ganze Traben. Ist es nicht oben? Ich hab keine.
keine Ahnung, wer hier ist. Das ist so ein Krach hier von dem blöden Vieh da unten. Hätte jetzt gerade eben. Und? Sauber. Hatte gerade eben nicht gefragt haben, wer denn von euch hat denn schon mal Hand das Spiel gesehen? Oder kennt, nein, wer kennt es nicht? Einfach mal plus in den Chat. Wir sind einmal Verbrauchsgüter und zweimal Munition oder gedroppt. Und der ist tot. Das hat schön funktioniert mit meinem Sprengpass. Auf dem Frieden. Hier ist einer? Redshirt Cowboy Hut. So, hier ist eine Falle platziert. Den einen Eingang habe ich auch eine Stachel drin Falle platziert. Hier hinten ist der bei mir. Ah ne, ist der Dicke. Oh shit. Hast du dich gerade geschnitzt? Verletzt? Ja, das war okay. Ich habe auf den Dicken geschossen. Da durch den Busch gelaufen ist. Das wird wieder so eine Warterung. Das ist eine Kackposition hier. Aber selten so einen Scheiß hier gehabt, ey. Du hast ja von allen Seiten offene Stellen, ne? Die können ja von allen Seiten auch alles reinwerfen. Ja. Also für die Leute, die nicht wissen, worum es hier geht, ist ein PvP-Spiel. Wir müssen Boss-Monster töten. Und aus der Richtung? Ja. Oh, einer ist gestorben. Ja, irgendwie da vorne ist er gestorben. Gute sind, die sind überall Raben, also wenn die sich bewegen. Wir spielen also teilweise gegen PvE, also gegen Zombies oder Monster und gegen Spieler, die uns unseren Loot abholen möchten. Und wenn du tot bist, bist du tot. Dann hast du du kannst zwar noch einmal ein paar Mal aufgehoben werden von deinen Kollegen, aber wenn der Trupp tot ist, also alle drei, wir alle drei tot, dann ist vorbei. Dann sind alle unsere Jäger weg und dann sind sie putsch, neu machen. Level 12 hast aber noch Welpenschutz. Weißt du gerade, Benny? Ja. Hast du was gesehen? Hast du was gehört? Nö, einfach mal so. Okay, vor dem meinen Eingang. Bis Level 12 behältst du den Jäger trotzdem, wenn du stirbst. Das erste Mal. Das erste Mal. Okay, 90% geht hier schon mal runter. Gut schon. Okay. Stimmt. Aua, das war tief. Dann müsst ihr mal bitte mal sagen, wo die stehen. Das ist ein Kack hier. Hier ist Muttiplatz zum Ausbilden. Ich brauch gar nichts. Mir geht's gut. Guckst du, guck ich? Ja, ich guck. Da ist in dem kleinen Häuschen, was direkt hier gegenüber ist. Das Weiße? Ja. Man kann auch durch Holz schießen. Aber nur einer, oder wie? Ne, zwei. Also in den weißen Häuschen immer noch? Kann auch dahinter sein. Das ist dahinter. Hinter der Mauer war das. Haben getötet? War rot. Am Fenster? Richard? Keine Ahnung, war schwarz für mich. Ja, habe ich noch Schritte beim Weißen Haus gehört. Ich hab was zum Schmeißen. Ja. Schau nochmal. Ja. Da rechts ist aber auch noch Haus, einer. Im Haus. Ja, schön. Okay. Rechts war auch noch einer gerade, wo ich gepinkt habe. Also im Haus sind beide tot. Guck nochmal. Ja, genau da, wo ich gepinkt habe, in der Richtung.
sind zwei Stück. Hat einen Hit. Oh, warte mal, hier liegen noch Waffen. Sind die innerhalb oder sind die außerhalb? Außerhalb. Außerhalb. Wir haben jetzt gerade die Bosse gekillt und nach den, wenn die Bosse verlassen, dann die Trophäen fallen und jetzt wollen alle Spieler auf der Karte unsere Trophäen haben. Da zwei, da einer. Hit. Wo waren die zwei? Die eine ist mitten im Busch. Die zwei waren da in der Richtung. Ja, die kommen näher, die zwei. Innen? Sind an der Außenmauer. Sind die innen oder außen? Jetzt sind sie drin. Vorsicht, die werfen was. Ja. Okay, ist noch eine außen. Der kann auf mich geschossen. Ja, einer ist hier. Kann ich mich ganz kurz heilen. Nachladen. Nicht nur du. Muss mich dort auch heilen. Achtung, Achtung, halt euch bitte oder Arthur, die kriegt gerade Bienen ab. Nein, ich bin unten drin. Feed. Das war nicht so gut. Genau, mein Stacheldraht jetzt, oder was? Ja. Oh, der hat mir gerade was in den Scheck reingeschmissen. Einer ist immer noch hier. Ich gehe mal bei den anderen holen. Die können mich ja nicht sehen. Die können ja nur euch sehen. Noch Munition hier unten? Er hat nur zweimal gedroppt gehabt. Einer ist im Busch gewesen, tot. Es war eine blaue Shirt, schwarze. Oh, ich glaube, Vorsicht, Wolf, da ist eine Falle von mir. Nicht mehr. Komm hoch, schnell. Der rennt hier rum. Wo ist der? Bei euch? Er schießt mir mit Shotgun ins Gesicht, der hat einen Hit. Da, wo ich bin. Muss noch einer jetzt. Ja, ist hier bei mir. Draußen an, ja. Der, also an der Ecke, an der Wand. Ja. Nur mal kurz rein. Ich weiß nicht, wo der kommt. Entweder kommt der jetzt hier oder ist bei mir noch an der Ecke. Ist hier an der Außenmauer. Ja, okay, dann ist er noch da. Nein. Hab ihn. Ich hab einen HP gehabt. Puh, Alter. Wie sieht's denn aus mit einmal nochmal drehen, gucken, ob noch irgendwas da ist? Ich hab keinen mehr gesehen gehabt, aber ich guck gleich mal. War die halbe Karte jetzt bei uns, keiner, oder? Keiner mehr da? Sauber. Haha! Ha. Ich wollte die Waffe gar nicht wechseln, weil man dein Loot. Ach, das ist schon Outback-Speck gelootet hier. Looter Kings sind wieder hier. Ich brauchte Medkin. Ist egal. Dringend. Da lang müssen wir. Was gibt's denn noch zu looten hier oder habt ihr schon alles? Nichts, hier gibt's ja keinen. Hier ist noch einer, falls den der Benny noch nicht gelootet hat. Doch, hab ich. Wo bist du? Ah, hast du schon. Den hab ich schon. Okay. Ja, war gut. Hier ist die eine im Busch. Ah ja, stimmt, die eine im Busch. Die hab ich noch nicht, die kannst du. Die hab ich ja eben. Weil die hat immer auf mich und auf euch geschossen. Aber die konnte ja nur euch sehen, deswegen. Also ich finde die Moves sind echt geil, die ein richtig geiles Visier. Ja, so einen geilen Bums hat die. Das kommt noch hinzu. Ah, hier ist ja Munition, ja, easy.
Und Heilung ist ja auch. Ach ja, mit Heilung ist ganz gut. Der letzte, ich habe keinen Balken mehr eigentlich gehabt. Ich war eigentlich schon längst tot. Ich habe noch ein HP gehabt. Hallo, hallo und wieder weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir gerade richtig gut gemacht. Auch sehr, sehr, sehr organisiert. Fand ich sehr gut. Weil diese Position zu verteidigen ist nicht unbedingt leicht. Ich glaube, wenn die gepusht hätten, wären wir dran gewesen. Aber dadurch, dass die sich halt noch gegenseitig beschossen haben und dann auch noch ziemlich defensiv waren. Ja. So, mal kurze Erklärung für die Leute, die keine Ahnung haben, was sie jetzt gerade hier gucken. Es ist ein reines... Es ist eigentlich ein Hardcore-PvP-Spiel. Es gibt ja aber überall laufen hier Monster rum. Monster, das heißt eben hier Zombies oder ja, mutierte Zombies. Hier wieder hinten jetzt die hier. Wo ist denn die andere? Die entdeckst gerade auch zu mir oder ist das nur bei mir? Nee, ich höre ihn noch ein bisschen. Hat er mich geleckt? Den ja, jetzt ist wieder okay. Du warst gerade kurz den Roboter. Komisch. Dann gibt es Boss-Monster. Ich zeig's mal ganz kurz auf der Karte. Da gibt es immer hier so Boss-Monster. Jetzt war heute, auf dieser Karte hatten wir nur ein Boss-Monster. Es gibt auch manchmal zwei. Und dann gehen die Spieler dorthin und killen den Boss. Und der Boss, der droppt eben eine Trophäe. Und diese Trophäe, die bringt dann eben ja, Geld und Punkte und alles Mögliche. Und alle Spieler auf der Karte gehen dann dorthin. Und derjenige, der die Trophäe aufgehoben hat, wird auf der Karte auch angezeigt, wo er hinläuft. Das heißt, alle Leute laufen hinter dir her, um dir die Trophäe wieder wegzunehmen. Und das ist eben das Spiel. Man verteidigt sich, man kämpft gegen andere oder man versucht eben die anderen auszulooten, auszuräumen. Gute erste Runde, ja, fand ich auch gut. Die Lulu hat Glück gebracht. Die liebe Lulu. Jäger getötet. Naja, war gut. Ich habe, glaube ich, nur einen gekillt. Ne, zwei. Zwei. Ich habe einen getötet. Ich habe drei. Ich habe nur. Ich hab von dem einen die Waffe aufgehoben. Ich habe nur Anschüsse gemacht, die ganze Zeit. Letzte Runde. Oh, das ist auch neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Geht mal auf die letzte Runde. Ja, das haben sie ein bisschen abgeändert von der Symbolik her. Fand ich vorher besser. Ja, fand ich auch. Das sieht sogar zu klein aus. Ich finde das auch unübersichtlich, wie Sau, ja. Das Neue. Da war alles schön in einer Reihe und jetzt ja. Ist so hoch, runter, hoch, runter, runter. Den Sinn verstehe ich gar nicht. Versuchen sie jetzt ein Pentagramm da hinten nachzubauen oder was? Egal. Gesammelte Kopfgeld. Vergesst die Perks nicht. Bin schon dran. Ich sag's nur dem Dex nochmal. Dankeschön. Ich vergesse sowas nicht. Das ist eine Lüge. Ich habe auch gar keinen. Ich würde den Gaia nehmen. Dann könnt ihr nämlich looten. Ich kann ja dann den dritten immer nochmal looten. Ja, okay. Jo. Aber ich hab im Moment. Ich bin ja noch ganz. Ich habe ja neu gestartet mal von meinem Level. Ich habe mein Prestige Level 2 jetzt. Und deswegen habe ich immer wieder keine Perks. Was sind eigentlich hier? Das ist neu, ne? Der Elster. Es gibt ein paar neue, ja. Ja, es gibt ein paar neue. Der eine erhöht deine passive Heilung, wenn du unter Schattensicht bist. Der Elster-Ding gibt dir einen random Effekt, nachdem du einen Boss-Trophäe aufgehoben hast. Kann von Giftspritze, Ausdauer, Lebensregeneration, sowas. Ich habe noch nichts Besonderes, würde ich sagen. Oh, das war das. Tja. Ja. 85% bin ich bei der Lulu. Sauber. Ah, das ist aber, ist natürlich, ich finde, ich fand das Zugucken damals, ich habe das vor 2 Jahren schon
bei jemandem zugeguckt und ich fand das einfach so cool. Das hat einfach voll viel Spaß gemacht, dass da einfach nur zuzugucken, weil das so spannend ist. Wo sehe ich das denn, wie weit ich bin? Musst auf dein Icon klicken und dann kommt da dieses Dropdown-Menü und da steht dann Drops. Hey, 35%. okay, ich glaube, ich habe auch alles jetzt wieder. Ich muss sagen, ich fand den Kugelfänger-Perk immer ziemlich geil, aber dadurch, dass du eh so viel Munition findest, ein bisschen... Ah, sag das nicht. Das unnötig. Ist ein bisschen... Bereit. Kommt immer drauf an. Jetzt hat man gerade wieder Glück, aber ich hatte auch schon Runden, da musste ich über die halbe Map rennen, um eine Munitionskiste zu finden. Hast du jetzt da, Benny, für eine Waffe? Das ist die neue, mit dem letzten Ampel. Die Vertier. Mit dem 3-Schuss-Magazin. Ja. Die ist auch gut. Die hatte ich doch gestern, ne? Ist das die? Ja. Ja, die ist eigentlich die auch ganz gut. Die habe ich gerade aufgehoben, weil ich hatte vorher eine Shotgun von dem einen, der da gestorben ist. Aber... So hell irgendwie wieder meine Cam, ne? Manchmal ist sie irgendwie zu dunkel und manchmal ist sie viel zu hell. Ich finde, dass sie jetzt heute wieder zu hell ist. So, bisschen freundlicher. So sieht es aus, als ob ich hier, weiß nicht, Phosphor irgendwas Leuchtendes gesoffen habe. Bisschen Uran, bisschen Plutonium. Ja. Auf unserer Abschlussfahrt damals waren wir zu Besuch in Berlin und haben so eine Bunker-Tour gemacht mit so einem Guide. Und da waren so, in einem Raum waren die Wände bemalt mit so einer Farbe, so einer bestimmten. Und dann, wir durften die auch nicht anfassen, weil die giftig ist. Und dann hat er so ein Blitzdings aus Man in Black dabei gehabt und hat sich eine Schülerin direkt vor die Wand gestellt. Er hat geblitzdings und hast den Abdruck von ihr gesehen an der Wand hinten, weil das halt die Farbe dann geleuchtet hat. Okay. Total creepy. Ich wollte gerade sagen, warum steht denn die Warte auf Spiele? Was ist los? Warten wir jetzt hier auf halbe Ewigkeit. Nicht auf halbe. Gehen wir denn da links oder Mitte? Goldene, bitte. Goldene rechts. Rechts. Das ist aber dann weiter rechts. Naja, wenn die wird schon wissen, was an welches Mitte er meint. Ja, wir müssen ja hier rüber. Über Wasser können wir ja nicht, weil das da zu viel. Oh, ist alles voll Wasser. Ich hasse dieses Gebiet hier. Ich hab Alligator bei mir. Oh, Gegner? Ja. Hört es nicht? Grad gehört, ja. Ich hab Enten. Die prügeln sich. Oh. Kann man hoch bei mir. Hast du was gesehen? Cool. Nee. Und wer war's? Wer hat gepinkt? Ist ruhig. Ich hab 2 Punkte. Schon die Gegners. Die wissen aber nicht, dass wir da sind. Vielleicht. Vielleicht haben sie uns ja auch gehört. Getroffen? Einer war da. Ja. Ha. Ein Zombie, geh weg. Keine gute Aussicht hier. Man sieht gar nichts. War klar. Es war so klar. Ich musste jetzt. Zombie? Der Zombie kam und die hat die ganze Zeit schon auf mich gezielt, weil die wusste, wo ich war. Ah, die hat dich getroffen, oder was? Ja. Achso, ich hab nichts gehört. Eingedämpft. Wie doch jeder, mittlerweile. Weißt du, von wo der geschossen hat? Sie oder er? Irgendwo bei dem großen Haus. Na, ich kann hier nicht rüber, hier ist ein bisschen Blutegel. Alles klar. Okay, ich wurde auch angeschossen, beschossen, nicht angeschossen. Ich hab auch kein... Da oben am Fenster, glaube ich, muss da gewesen sein. Okay.
Ja. Ja, ja, ich hab's gesehen. Hä? Das ist eine. Nee. Du regenerierst dich jetzt. Achso, sie. Oh Gott. Die habe ich. Boah, keine Ahnung. Hinter uns. Sauber. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Meine Waffe war gerade leer. Ja, hat mir auch gerade. Wenn ihr mich trifft. Lass ihn ruhig hinter mir her. Kommt er zu mir? Nee, er kommt nicht. Bleib stehen, bleib stehen. Den Typ. Anderen habe ich übrigens. Okay, der ist noch da. Ich brenne nicht, alles gut. Du brennst nicht? Nein. Warum auch immer. Der hat nur die größte Feuerbombe reingeschmissen, aber ich brenne nicht. Ist auch tot. Okay, wir sind alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig? Ihr seid beide gleichzeitig gerade gestorben. Oh, aber ich hab den auch gekillt, ganz sicher. Ich hab den Headshot verpasst. Fuck. Ich hab mich mega erschrocken, weil der hinter dem Vorhang war. Tötungsansicht. Ist sie auch tot? Die hat geschrien. Die hat geschrien, das habe ich noch gehört. Aber sie liegt hier nicht. Oder ist das egal? Wird da nicht die Leiche angezeigt? Glaube, weiß ich nicht. Das weiß ich. Ja, aber ich hab die schreien gehört. Ah, man sieht's einfach nicht. Die ist gerade hier. Die ist gerade aufgehoben worden. Ja, ist gerade aufgehoben worden. Mist! Ah. Ich hab mich mega erschrocken, ey. Stand direkt hinterm Vorhang. Lulu ist tot! Ich muss mal aber ganz kurz auf Toilette jetzt erstmal. Der Typ hat aber auch die ganze Zeit einfach nur. Hat mega gekämpft, ne? Ja, der hat auch, wo der mir einen Headshot gegeben hat, der stand bestimmt 5 Minuten an dem Fenster gefühlt nur. Hat nichts gemacht. Ich komme gleich wieder, kurz auf Toilette. Jo. Sag mal, seid Anträge. Ihr auf Toilette oder was? Was ist da los? Warum sagt denn nichts? Sag doch die ganze Zeit was. Habt ihr was gesagt? Okay. Was komplett gemutet.
Okay, da bin ich wieder. Ja, ich habe mich falsch gemütet, ja. Ich wollte eigentlich nicht ganz. Pass auf, ihr habt jetzt den. Oh, warte, dann nehme ich mir wieder. Ich könnte auch mal wieder mein. Ich habe jetzt. Welche Schafsrichter habe ich auch schon? Also die Schafsrichter finde ich eigentlich gar nicht so toll. Ich weiß nicht. Der hat zwar. Das Gute an dem Schafsrichter ist ja, der ist ja richtig schwarz. Also dunkel. Dann kann man den ganz gut nutzen, dass man irgendwo im Schatten ist. Finde ich aber irgendwie. Ich finde den Skin einfach so nicht so toll. Ich nehme mal wieder Lulu. Ich mag den Knochenmann. Oh nein. Ich wollte. Nee. Ups. Meine Vetterli. Ich könnte eigentlich mal wieder mit dem Snipergewehr Vetterli spielen. Nee. Ich bleib mal. Scottfield. Ah, die Pistole von eben hätte mir aber. Er hat eben. Hat mir gerade eben echt den Hintern gerettet. Noch bin ich nicht so. Wie so pralle ist. Hier mal das andere Messer auch noch mal mit. Ah ja, Stolperfallen habe ich ja jetzt. Ah ja, die habe ich ja eben freigeschaltet. Genau das wollte ich nämlich mitnehmen. Das ist es ja. Das ist es. Dort ist es. Oh, jetzt bin ich aber gut ausgestattet hier. So. Die Lulu mit den zwei Männern. Auch vorne rum. Aber mit dem einen will ich nicht unbedingt. Guck dir den mal an, ey. Die aber Tochter des Verschwenders ist doch eine Frau. Also sind es zwei Damen und nur ein Mann. Und das ist halt. Ja. Dann mache ich es doch lieber mit der Frau. Oder mit der Spinne. Könntest du auch einfach ins Wasser hüpfen zum Tentakelmann? Der hat ganz viele Schniedel oder was? Mhm. Oh je. Ich finde Hand-Showdown einfach so ein verdammt gutes Spiel, ne? Wer von euch hat denn das Spiel noch nie gesehen? Und wer findet es interessant? Man selber Spiel macht sogar noch ein Stückchen mehr Spaß. Ist ja immer so, da hat man nämlich diesen Adrenalinschub. Ich habe echt gedacht, die W-Taste würde mich mehr stören. Ist aber gar nicht so. Ich dachte, ich hätte den Skin für die Vetterli gekauft. Sieht ziemlich gestresst aus. Was trägst du eigentlich mit dir rum, Junge? Zieh dir mal was vernünftig an. Ich bin froh, dass ich noch einen Lendenschutz anhabe. Ja, aber da kommt ja halbe Arschbacke hier hinten raus. Nicht schon wieder an der schüssenden Kapelle. Ich glaube, Schüsse waren gerade aus, aber weit, 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 weit weg. Aus Westen. Ja, da kommst du wieder. Immer ran an die Buletten. Jetzt ehrlich? Okay. Können wir nichts machen, die waren direkt vorm Eingang. Ist ja so im Sprung stehen geblieben. So, oh, da kann ich nicht raus. Ist er noch drauf? Na, den brauche ich nicht. This way. Ich
Hört sich doch nach Boss an. Raben. Ich hasse diese Hilfsgebiete. Da war ein Raben. Ja? Ja, die sind ja gerade erst hochgeflogen. Ja, man hört's auch. Ich glaube, ja, man hört's auch. Ja, da fliegen nochmal. Das ist fein. Bist du sicher? Ich glaube nicht. Das kann man. Ah, der Boss. Oh. Geht der rüber? Ich gehe hier rüber zu den Häusern. Ja, hier ist auch kacke zu bleiben. Ganz ehrlich, ich habe vergessen, ihn zu killen, ey. ich bin einfach nur auf das Haus zugelaufen und habe vergessen, die zu killen. Noch ist hier keine Bewegung. Auch keine am Fenster. Meine aber Geräusche drin zu hören. Ja, es ist doch das Gebäude hier direkt. Aber die werden sich wahrscheinlich sehr, sehr passiv halten. Ja, hier ist hier der Kommissar. What the heck? Seit wann ist das denn so? Kommt mal bei mir im Stream? Ach, das ist ein Easter Egg mit der Ente. Ja, irgendwo ist er runtergesprungen. Ja, bei mir hier. Im Haus. Ich muss gleich mal in Grafikeinstellungen gucken. Button machen bei mir ganz komische Sachen. Ist bei mir hier? Ja, irgendwo ging da gerade ein Tor auf. Ist genau bei mir auf der rechten Seite hier. Rechts neben mir. Ich glaube, hinter uns habe ich gerade Hühner gehört, also die Richtung. Das ist nicht gut. Ja, also die Leiche liegt direkt vor einem Einguck. Hier vom Boss. Ich hab da gerade den Blitze gesehen von. Wenn der am Fenster ist, sag mir das mal bitte. Psst, psst. Unter mir. Ah! Oh. Ja. Wir haben ihn gerade gesehen noch. Shit. Er ist, zwischen den beiden Häusern bei dir, Benny, unten auf unterm Steg. Oh. Und da, wo du jetzt hinguckst, Dex, ja, da unter dem Steg war er. Da rechts ist er. Das sind zwei. Ja. Eine Frau und ein Mann. Ja, dann hoch, komm dann die Treppe hoch bei dir, Benny. Noch einer. Oh mein Gott. Die macht jetzt halt auch mit, die drin waren. Oh, das brauchte ich gerade. Hey, wieso treffe ich den nicht? Ja, ich muss gerade mal rumrennen. Ja. Ich treffe den nicht. Nochmal. Ach nee, komm.
Ich würde dich auch gerne aufheben, Grave, aber... Ja, du solltest da vor allem langsam mal weg. Meinst du? Die wissen genau, wo du bist. Ja, ich weiß. Genau deswegen. Jemand schaden. Oh, wie dumm das manchmal mit Fallen ist. Nicht gerade einen getötet, Dex? Ah, dein Wasser. Ja. Wo ist der? Der liegt im Wasser. Ah, voll die Wasserleiche. Krass. Also einer ist hier nach hinten irgendwo gerannt. Wahrscheinlich den, den ich da vorne gerade angeschossen hatte. Es müsste ein Schwarzer mit blauem Shirt noch rumlaufen. Der hat mich getötet. Mit einer Springfield. Haben? War das ein Schwarzer? Blauen, nee, beim blauen T-Shirt. Das ist ein blaues T-Shirt. Noch einer da. Mal, das ist der, den ich angeschossen habe, der mit dem blauen T-Shirt. Ich würde gerne mal zu Grave rüber, um den zu retten, aber... Soll ich mal versuchen? Ich komme gerade auch wieder in die Richtung. Geh mal rüber. Nur, dass es nicht von innen weggeschossen wird. Du siehst, wo meine Beine hin zeigen, aus der Richtung hat er geschossen. Ja, das wird schon zu lange, der Benny ist auch schon da, okay. Au, mir geht's nicht gut. Einer ist noch da. Was macht eigentlich der Typ, der mit der Trophäe? Keine Ahnung. So, noch da? Ja. Läuft noch nicht raus. Normalerweise hier, die Blitze bedeuten, dass das... Oh, ich glaube, die anderen Trophäenträger kommen auch zu uns rüber. Kann das sein? Die sind in unsere Richtung. Möglich. Oh, warte mal, der kann den einen wieder aufheben. Ja. Wo hast du den denn erschossen, den einen? Ja. Nee, liegt noch hier. Wo hattest du den anderen erschossen? War der hier unten drunter? Irgendwas schmeißt hier gerade. Das war ich. Achso. Den anderen habe ich... Einer lag da unter dem Haus. Nee, die kommen nicht zu uns, die anderen. Ich glaube, die laufen unten. Ich finde es gerade mega unübersichtlich. Ich würde ihn gerne verbrennen, den Typen, aber ich kann leider nicht, weil Wasser. Oh. Oh, wow. Keine Ahnung. Frag mich. Ich weiß nicht, von wo ich... Das ist der Blaue. Das ist das blaue Shirt. Mit der Springfield. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo oben. Da. Sehr schön. Okay. Ey, ich habe den nicht gesehen. Okay, jetzt müssen wir... Okay, du gehst zu Benny. Wir haben den Typen immer noch, der im Haus ist. Der denkt sich auch nur, die killen sich hier alle gegenseitig. Ja. Wow. Ja, der hätte mich jetzt auch fast wieder gekillt. Was ist der denn? Der ist im Haus drin, schießt gerade durch die Haustür. Aber wir können ihn jetzt eigentlich stören. Habt ihr was zum Werfen? Ich habe eine Handgranate und eine Splittergranate. Ich habe eine Splittergranate auch noch. Hat einen Hit. Nein, ich schmeiße eine Granate rein. Warte. Nee, opfer mich. Nee, opfer dich bitte nicht. Achso, du meinst ja, okay. Okay, das war nicht so gut. Aber geh nicht so nah hin, die wissen, wo du bist. Ich bin durch den Stacheldraht durch, leider. Warte, kurz, warte. Warte. Warte, Benny. Schieß so ein paar Mal, dann kannst du den auch. Was ist hier nur noch der Ding? Könnte doch jetzt einfach. Jeder mit Hand.
das. Wow. Nein. Er hat halt eine Shotgun, der Doppelläufige. Jetzt hab ich ihn. Yes. Ja, jetzt brenn ich. Jetzt, ja. Oh. Das hast du Löschgranaten? Nein, wahrscheinlich hab ich nicht. Die sind aber wichtig. Da läuft noch einer rum. Ja. Er ist ja mit der Shotgun. Er ist aber nach oben gedrängt worden jetzt. Ja, heb mal Benny lieber auf. Ja, ich muss das wissen. Wie ich es gesagt habe, nach oben gedrängt. Ja, ich muss aber gucken, wie ich da hochkomme. Fuck, ist das wieder. Oh, gibt's jetzt nur diesen einen einzigen Weg da hinten hoch? Oh. Ja, nur die Leiter hier auf der Seite. Setz dich bei, weil das Feuer brennt auch nicht zu lang. Das sieht ja, wo du bist. Ja. Brennt jetzt alle beide denn, ne? Nee, nee, nur ich. Nur ich. Ja, jetzt seine Kollegin wieder hoch. Der eine will ich, glaube ich, pushen kommen. Ja, da kommt ja der Schatz rein. Der eine hat eine Doppel. Ah, jetzt habe ich dich echt verbrannt, ey. Also ungewollt eigentlich, ne? Ja, ja. Ich hab nicht dran gedacht. Die Lampe ist halt hochgegangen. Eine miese Situation jetzt. Die sehen dich, du siehst sie nicht und sie sind noch in der Übersicht. Ist egal, die hol ich. Long Forest. Ich brauche einen anderen Aufweg. Gibt's hier irgendwo eine fucking Leiter? Oh, da rechts war eine. Da sehen sie dich. Ja, das ist nicht so schlimm. Der eine hat eine Shotgun und die andere hat, glaube ich, auch nicht so wirklich eine hohe Distanzwaffe. Ah, die machen gerade den Stachel da kaputt. Ich bräuchte mal ein bisschen Munition. Ich habe noch keine gesehen. An meiner Leiche. Ich wollte gerade sagen, der will mit der Shotgun holen. Ich weiß schon, dass er mich pushen möchte. Oh, ich hänge fest. Deswegen bin ich auch weggelaufen, weil ich gerade gesehen habe, dass er kommt nämlich auf mich zugerannt. Das war nicht so gut. Nee, das ist der mit der Shotgun. Weil du warst glücklicherweise noch weit genug aus der Range. Wir haben gerade auch immer Pack-Compounds, wo wir kämpfen. Ja. Immer mit Leiter und Wasser. Mir ist der Sound voll gedämpft. Ist es normal, wenn man tot ist? Oder? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich, keine Sekunden mehr. Gestorben.
Oh, nur noch einen Schuss dann. Oh fuck. Du brauchst halt unbedingt Munition. War aber nicht der Schrottschnabel, den die gelegt haben, oder? Ja, doch. Doch, war Schrottschnabel. Ah, na gut. Ja, das erklärt's. Munition wirst du hier nicht finden, Dex. Du könntest bei Scapa Lake das noch. Vielleicht ist da das Zeug gebunkert. Wow. Da ist noch einer drin. Drei. Ach, noch nicht. Hi. Alter Schwede, ey. Wir hatten Sniper auch noch, ey. Er hat ja die ganze Runde gar nichts gemacht. Du lagst gefühlt nur tot am Boden. Ja, ich auch, ja. Aber ich meine, es sind Sniper da von denen. Ja. Sind immer nur von zwei ausgegangen. Ach, Compounds sind nervig. Können wir jetzt mal bitte wieder so eine Farm kriegen oder sowas? Und schön laufen kann. Ja, dieses mit zwei Abteilen ist halt echt nervig. Ja, also ich war die meiste Zeit der Runde nur in der Horizontalen. Ich habe, glaube ich, alle gekillt, ne? Kann das sein? Ich glaube, von 18 Minuten Spielzeit war ich 15 am Boden. Ja, ich glaube, du hast alle getötet. Ja, ich habe, das, am Ende habe ich eigentlich gar keine Munition mehr gehabt. Ich bin jetzt, okay, die Pistole war okay. Ich wollte gerade sagen, komm, das weg. Wie waren wir denn um die Niete? 4 Stück? Ach, Mann. Foxy, gute Nacht. Mmh.